Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich wende mich heute in einer Videobotschaft an euch. Das Coronavirus hält uns mittlerweile seit einigen Wochen auf Trab und schränkt unser alltägliches Leben ziemlich stark ein. Ihr seid diejenigen, die derzeit das Rad vor Ort am Laufen haltet. Ob auf den Stellwerken, in den Zügen, im Service, im Verkauf, wo auch immer, ihr steht eure Frau und eurem Mann. Und dafür gebührt euch unser Respekt und unser Dank. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Die EVG-Geschäftsstellen haben seit dem 17. März geschlossen. Dennoch sind wir für euch erreichbar. Erreichbar unter den bekannten Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Solltet ihr also Fragen zum alltäglichen Leben, zum Arbeitsrecht, zum Beamtenrecht, zum Sozialrecht oder was auch immer haben, scheut euch nicht, eure Fragen an uns heranzutragen. Wir werden versuchen, diese Fragen zeitnah zu beantworten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass wir gestärkt in Gemeinschaft aus dieser Krise hervorgehen können. Wir als EVG haben ja unser Motto, wir leben Gemeinschaft, nicht umsonst auf dem Papier stehen, sondern wir wollen das auch tagtäglich leben. Gemeinschaft. Miteinander, aufeinander aufpassen. Respektvoll miteinander umgehen. Ich habe größten Respekt vor denen, die sich sozial engagieren, die versuchen, Hilfe zu organisieren, Hilfe für andere und denjenigen, denen es in dieser Zeit nicht so gut geht. Das wollen wir tun als EVG. Wir wollen versuchen, soziale Dinge zu organisieren, damit wir gemeinsam diese Zeit überstehen können. Keinen Respekt und Missachtung habe ich für diejenigen übrig, die in dieser Zeit nur mit Ellenbogenmentalität unterwegs sind und nur auf sich selbst gucken und denen die Gemeinschaft völlig egal ist. Mir hat bis heute noch keiner erklären können, warum man bei einer Lungenkrankheit Toilettenpapier horten muss oder Nudeln oder sonstige Dinge, die man vielleicht irgendwann mal benötigt. Die Versorgung ist derzeit sichergestellt. Sie ist deshalb sichergestellt, weil ihr vor Ort eure Aufgaben übernimmt, im Güterverkehr, im Personenverkehr, im gesamten Verbund der Bahngemeinschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns gemeinsam die Krise meistern und ich glaube, wir können dann auch gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, wir sehen uns.